Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie wieder an unserem Kanal Kulturindustrie. Heute geht es um einen Künstler, über den ich auch ein Buch geschrieben habe, nämlich den Popstar David Bowie. Und der tatsächlich auf der einen Seite ein sehr kommerzieller, großer Popstar gewesen ist, der sich mit Let's Dance auch in die Charts gespielt hat. Und auf der anderen Seite aber eben auch wirklich ein künstlerisch ambitionierter Musiker und Sänger gewesen ist, der immer wieder versucht hat, den blanken Kommerz und das, was Popmusik am schlechten Image hat, eigentlich aufzuwerten oder zu durchbrechen. Und auch Platten wie meinetwegen Outside gemacht hat, die rein künstlerischer Natur sind und in denen ganz andere Sachen zum Ausdruck kommen, als in der Popmusik vielleicht üblich. Bowies, ja, wie kann man sagen, Bowies DNA, seine wichtigsten Platten, hat er teilweise, und das ist interessant für uns hier in Berlin, hier aufgenommen. Und es gibt einen sogenannten Berliner Triptychon, der aus drei Platten besteht, nämlich Low, Heroes und Lodger, die eigentlich wie kann man sagen, die so ungewöhnliche musikalische Töne anschlagen, oder so eine eigenwillige Note haben, dass er dadurch wirklich auch was verändert hat in der Musik. Etwas erneuert hat. Also Bowie geht vom Glamrock, wo er anfängt, und eigentlich auch schon mindestens so interessant ist wie T-Rex, die ja den Glamrock erfunden haben, und Roxy Music, geht dann eben in diese sehr ambitionierte elektronische Musik rein und versucht da zusammen mit Brian Eno andere Klangkulissen zu bauen und das aber auch wieder mit Popmusik zu fusionieren. Diese Geschichte ist bekannt, oft erzählt worden, und was weniger erzählt worden ist, sind die vielleicht biografischen Hintergründe, aus denen man das etwas anders sehen kann. Also ich habe ein Buch über ihn geschrieben, in dem ich, das ich mit dem Untertitel genannt habe, Borderline-Motive eines Popstars. Und ich wollte nicht sagen, dass David Bowie ein Borderliner ist, das würde viel zu weit gehen. Borderliner ist vielleicht Iggy Pop, sondern dass er mit Borderline-Motiven gearbeitet hat. Also Borderliner sind ein bisschen auf der Grenze zwischen neurotischen und psychotischen Phänomenen, und dass er damit was zu tun hatte. Und er hat deswegen was damit zu tun, eigentlich nicht, weil er von Haus aus verrückt ist, wie sein älterer Bruder oder Halbbruder Terry, dessen geistigen Verfall Bowie sich mit anschauen musste und der ihm auch sehr zugesetzt hat. Also dieser ältere Bruder ist wirklich verrückt geworden, 1970 glaube ich schon, und war für Bowie sehr, sehr wichtig. Und hat sich später auch umgebracht, und Bowie hat dann auch nochmal einen Song über den gemacht, und All the Madmen ist seinem Bruder Terry gewidmet. Also es liegt, wenn man so will, in der Familie, aber Bowies Wahnsinn kommt eigentlich gar nicht so sehr nur aus dieser familiären, wenn man so will, Hinterlassenschaft, sondern durch Unmengen von Kokain. Die Geschichte läuft ungefähr so, dass er schon in der Zeit von Ziggy Stardust anfängt mit Drogen zu hantieren und dann nach Amerika geht und dort tatsächlich so eine Art Kokainpsychose erleidet, also unter Unmengen von Kokain tatsächlich verrückt wird. Und das hat ein bisschen was damit zu tun, dass er ja vielleicht haltlos, beziehungslos, bindungslos und so weiter war, mit einer sehr schwierigen Frau verheiratet, und auch mit diesem ganzen Amerika-Spleen, der für ihn damit dranhängt. Also für ihn war das eine ganz große Sache, in Amerika etabliert zu sein, nicht wirklich klargekommen ist. Und da muss man sich vorstellen, dass dieser Bowie, der so high ist wie sonst niemand, dann da in den USA noch das wichtigste Album fast seiner Karriere aufnimmt, nämlich Station to Station, von dem er nicht mehr weiß, in welchem Studio er das aufgenommen hat. Er hat später gesagt, sein Brain, sein Kopf wäre so ein bisschen wie so ein Schweizer Käse, weil überall so Löcher drin sind, wo er so gar nicht so weiß, was er an bestimmten Zeitpunkten gemacht hat. Also der nimmt tatsächlich da in den USA ein fantastisches Album auf mit 6 Stücken, die alle durchgängig brillant sind, geht genau 20 Minuten oder ein bisschen länger, aber so in dem Dreh. Und beschließt danach irgendwie zurückzukehren nach Europa, was er in dem Album auch schon ankündigt. Und er geht nach Europa, nicht einfach nur aus Lust und Dollerei, sondern weil er tatsächlich von seinen Drogen runterkommen will. Und entscheidet sich dann ausgerechnet für die Hauptstadt des Heroins, nämlich Berlin. Holt sich vorher noch Iggy Pop, der auch in der Psychiatrie ist zu diesem Zeitpunkt, und sagt, wir machen zusammen eine WG und ziehen nach Berlin. Und das machen die dann auch. Und ja, fängt dann an, völlig andere Musik zu machen, nämlich sehr elektronisch von deutschen Bands beeinflusste Musik wie Kraftwerk
und Viva La Düsseldorf. Und die machen dann, oder er macht dann mit Low. Low heißt dann eben wirklich dieses Runterkommen auf, also niedrig. Ja, abstürzen, wenn man so will, auch, aber eben in die Realität abstürzen. Sehr depressive Musik. Und der Gipfelpunkt dieser depressiven Musik wird dann zu seiner Hymne, seiner Lebenshymne, nämlich Heroes, was in Berlin aufgenommen wurde, ist in der Nähe der Mauer. Und fängt dann an, und das ist vielleicht auch interessant, diese verschiedenen Identitäten, die er vorher hat. Man muss, ja, wenn man David Bowies Karriere sieht, hat er für jedes Album eine neue Figur erfunden und ist immer wieder jemand anderes. Das hört irgendwie auf. Er fängt dann an, David Bowie wird zu David Bowie, er wird er selber und fängt an sozusagen in der kargen Landschaft von Berlin. Nichts ist realistischer als Berlin in den 70er Jahren als Mauerstadt, politisch hoch aufgeladen, aber eben, also eigentlich, wenn man sagt, die Schlüsselstadt des Kalten Krieges, also wo das unübersehbar ist durch die Mauer, dass das Deutschland geteilt ist und dass es da auch die Welt geteilt ist in Ost und West, fängt da eben an, sich selber wiederzufinden, wenn man so will, in dieser zweigeteilten Stadt. Also darüber handelt mein Buch oder darüber geht es, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt auch. Und diese musikalische Entwicklung, die er da durchmacht, ist eben selten gesehen worden vor diesem biografischen Hintergrund, sondern meistens hat man versucht, eben diese Identitätsspielerei in diesen Chamäleon-Effekten weiter durchzuziehen und zu sagen, ja, das ist halt jemand, der sich immer wieder neu erfindet, immer wieder neu kreiert. Aber es gibt tatsächlich diese Phase in den 70ern, wo da doch eine gravierende Fallhöhe auftaucht und er tatsächlich in Berlin der Mann ist, der vom Himmel fiel. Und danach, wenn man jetzt, wenn Sie das werden Sie dann auch vielleicht wissen oder verfolgt haben, fängt eben dann an, diese kommerzielle Musik zu machen und in eine andere Richtung zu gehen, wo man jetzt auch noch viel drüber erzählen könnte. Und auch über seine spätere Eheschließung, die dann wieder dazu führt, dass er andere Musik macht und sich vielleicht auch diesen Themen aus den 70ern in mehreren Platten, gerade in den 90ern, auch wieder stellt. Also mehrere Platten da macht über diesen Zeitraum. Und wenn Sie sich mehrere David Bowie-Interviews anschauen, dann werden Sie auch merken, dass er immer wieder auch versucht, über diese schwierige Phase nach Ziggy Stardust und diese Kokainpsychose auch zu reden, die ihn sein ganzes weiteres Leben lang auf irgendeine Art und Weise begleitet hat. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht lesen Sie ja gelegentlich mal mein Buch. Das ist beim Psychosozialverlag in Gießen erschienen. Und bis zum nächsten Mal.